guten Abend und herzlich willkommen beim Weihnachtszirkus in Wiesbaden-Biebrich 2021. Internationale Künstler und Artisten waren an diesem etwa zweistündigen Programm beteiligt. Zirkuschef mit Sohn. Der Junior vom Zirkus Frank sorgt immer wieder für heitere Stimmung. Zwei großartige Zirkusmusiker mit Schlagzeug, Orgel und Keyboard. 22 Kleidewechsel mit rasanter Geschwindigkeit. Atemberaubende Luftakrobatik. Eine Faszination folgt der anderen in der Manege. Der Clown Charlie sorgt für Heiterkeit mit Trompete. Gemeinsam mit einem jungen Clown. Auch Nadja Frank, die Chefin, ist dabei. Tierlehrer Marcel Krämer mit seinen Bisons. Beim größten internationalen Zirkusfestival der Welt in Monte Carlo wurde er ausgezeichnet. Für große Begeisterung sorgt die Artistengruppe aus der Ukraine mit Salti-Einlagen und tollen Kostümen. Und auch mit Musik- und Tanzeinlagen. Schnell wird die nächste Show vorbereitet. Schon als Neunjähriger trat Marcel Krämer in der Manege auf, damals mit Hunden. Auch beim großen Zirkus Krone in München wirkte er schon mit. Bewundernswerte Kunst dieser Jongleurin. Gekonnte Akrobatik am Ring. Immer wieder schön, die Freude in den Gesichtern zu sehen. Charlie, der fröhliche trompetespielende Clown, hat auch einen eigenen Kindermitmach-Zirkus. Orientalische Tänze. Zirkuschef Roberto Frank mit seinen Kamelen und dem springenden Lama. Nur ganz wenige machen noch diese außergewöhnliche Kraftakrobatik am sogenannten chinesischen Mast. Aquino Hernandez kommt aus Kuba. Das Finale moderiert von Nadja Frank. Ein wunderschönes Weihnachtszirkusprogramm in Wiesbaden geht zu Ende. Es macht eine große Freude, dabei gewesen zu sein. Vielen Dank an alle Beteiligten.